Horns Zukunft geklärt? Nach Marco Höger und Jonas Hector steht der nächste Leistungsträger des 1. FC Köln vor einem Verbleib beim stark abstiegsgefährdeten Traditionsklub. Horn hatte zuletzt allerdings Bedingungen gestellt, dass er seine Ausstiegsklausel nicht zieht. Die sofortige Rückkehr in die Bundesliga müsse das klare Ziel und der Anspruch sein. Mein Herz hängt am FC, das kann auch ausschlaggebend sein, so Horn. Ex-Real-Präsident glaubt an Lewandowski-Wechsel. Ramon Calderon, Ex-Präsident von Real Madrid, glaubt, dass die Königlichen Robert Lewandowski vom FC Bayern loseisen können. Es gibt keinen Zweifel daran, dass Real ihn gerne haben möchte. Lewandowski hätte jeder gerne in seinem Team, sagte der 66-Jährige der Bild. Calderon stellte zudem klar, wenn Robert weg will, hat Bayern eigentlich keine Chance. Real müsse für Lewandowski aber mindestens 150 Millionen Euro hinblättern. Zudem bemängelte Calderon, dass Arjen Robben 2009 zum FC Bayern wechselte. Das sei aus Realsicht ein Riesenfehler gewesen. Konoplyanka vor Absprung bei S04. Vor eineinhalb Wochen schoss Jeven Konoplyanka Schalke 04 mit seinem Führungstor zum Derby-Sieg gegen Borussia Dortmund. Im Sommer könnte der Ukrainer nun das Weite suchen. Wie die Sportbild berichtet, ist es denkbar, dass Konoplyanka und Franco Di Santo Schalke 04 nach dem Saisonende verlassen. Im Gegenzug sollen die Königsblauen am ablösefreien Hamburger Nikolai Müller interessiert sein.